Zurück habe ich ja gekickt, das war ja das Problem. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patienten 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Wenn übrigens einer von uns beiden urplötzlich ohne ersichtlichen Grund panisch aufschreit, dann liegt das an unseren Katzen, die uns um die Beine herumtingeln. Und in einer solch angespannten Situation, wie wir gerade uns befinden, kann das mal schnell zu einem Schrei führen. Haustiere sind furchtbar. Speichert. Oh Gott. Den speichert aber ganz schön oft. Ja, das. Ah, falsche Taste. Ist das ein Außenareal? Sieht so aus. Okay. Oh, ich hasse diesen Krissel-Effekt. Okay, hier kann ich mich nirgendwo verstecken. Hinterlasse ich die Blutspuren? Ja. Wie cool. Okay, das Geräusch. Sehr nett. Macht. Macht auf jeden Fall Spaß, dieses Geräusch. Oh Gott, oh Gott. Wupp. Speichert. Wow. Was? Was denn? Hinter mir ist der Wallrider. Echt? Ich hab den gar nicht gesehen. Lecker. Speichert. Wir lesen mal vor, hä? Sagen wir es mal so. Wir sind Moby Dick los, aber irgendwie habe ich ihn lieber als den Wallrider. Ja. Den kann ich nämlich wenigstens sehen. Dass du den überhaupt gesehen hast? Ich habe nur so eine schwarze Form an der Tür gesehen und dann bin ich sofort gerannt, weil... Ich habe es gar nicht gesehen. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes an eine Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Ach, war der dicke Chris Walker? Ja, das war der Walker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, die Schleuse ist zu. Toll, yay, Freude. Nein, halt, falsche Taste. So wollte ich es machen. Oh, bitte, bitte, bitte. Was, hier komme ich nicht durch? Oh, hier wäre ein Ausgang gewesen, aber wegen dem... Dann bin ich ganz umsonst hier wieder den Weg lang gegangen. Schön. Renn nicht umsonst.
Wieso nicht umsonst rennen? Weil der nicht so lange rennen kann, der Typ? Der kann durchgehend rennen. Nee. Doch. Sicher? Ja. Ich habe bis jetzt nicht einmal erlebt, dass ich irgendwie nicht hätte weiterrennen können. Der ist quasi Marathonläufer. Was? Oh. Da sitzt jemand. Wer ist das jetzt, dieser... Wer? Foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Ja, das ist der Wernicke. Speichert. Wieso wackelst du denn so? Weil ich die Maus richte und zittere. Wie viel labert der denn? Weißt du, der hält seinen tollen, epischen Monolog und du quasselst dazwischen. Ich weiß nicht, wo muss ich denn lang? Finde Billy im Hauptlabor. Das müsste hier dann wahrscheinlich sein. Oh, die Tür ist jetzt offen, die war vorher zu. Speichert. Schön. Och, Mann. Toiletten. Nee, ich glaube eher duschen. Ach, verdammt, nirgendwo Batterien, nichts in die Richtung. Eine Hand. Hier sind Fußabdrücke. Im Schrank. Nee, das. Ich glaube, wir kriegen hier keine Verrückten mehr zu sehen. Wir kriegen jetzt wirklich nur noch diesen Wallrider hier ab. Wobei das nicht unbedingt heißt, dass der nicht schlimm genug wäre.
Vor allem diese Geräusche, ey. Meinst du, da drin ist was? Soll ich da reingehen? Lohnt sich ein Gang rein? Komm, vielleicht sind da Notizen oder so. Oh, ich werde voll paranoid noch bei den Geräuschen. Ich hoffe natürlich, wir sind nicht zu leise. Vor allem, ich bin nicht zu leise. Ich habe das Gefühl, ich bin zu leise. Naja. Ja gut, du sitzt aber auch ein Stück noch mal weiter weg vom Mikro. Kann man hier noch rein? Okay, sind auch nur Toiletten. Okay, hier scheinen diese Kammern zu sein. Diese morphogenetische Kammer. Hier waren wir schon. Nee, wir sind doch in einem anderen Abschnitt jetzt zu spät. Es sieht nur halt alles sehr ähnlich, weil... Hä, aber... Ja, das ist halt, die recyceln die Optik der Räume, weil jedes Mal einen eigenen Raum gestalten kostet ja viel mehr, als wenn man quasi per Copy-Paste die Räume einfach nachahmt, weißt du? Oh, jetzt hör mal auf so zu zittern. Ja, tut mir leid, wenn ich zitter. Ich hab ihn gesehen. Ja, ich auch. Wow! Nein! Nein! Ich konnte nicht raus! Im Klo. Ich konnte nicht raus! Ich hab's gesehen. Ich hätte in die Küche rennen sollen. Hä? Und in diesen Küchenbereich. Ja, und da mich nicht hier selber einsperren. Ich hab mich ja quasi selber eingesperrt. So. Wie soll man sich verstecken vor dem? Oder einfach nur weglaufen die ganze Zeit? Ich glaube, du kannst dich tatsächlich nicht vor ihm verstecken. Nein. Was machst du? Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Hat gespeichert, okay. Hat es? Ja, es hat gerade gespeichert. Oh, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Unterlagen? Gib mir Unterlagen. Oh. Puh. Hinweis an alle persönlichen vom fachärztlichen Berater MM008 Rudolf Wernicke DBNR. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung, vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Oh Gott, ich zitter so dermaßen, ich zitter so dermaßen. Okay. Speichert. Und es hat gespeichert? Ja. Wernickes Maschine.
Der Assembler, die Zulaufkammern, die Vorläufermoleküle, vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe. Wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn, setze allem ein Ende. Ja, schön. Eine Batterie? Dreh das Ventil für die Nervflüssigkeit zu. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt groß. Oh Gott, jetzt bricht mir die Stimme zusammen. Großer Güte. Okay, wir müssen also diese Ventile finden. Um Gottes Willen, denkst du, ich weiß, wo diese Ventile sind? Ja, in dem Raum wahrscheinlich, oder? Ja, das ist keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal hier oben lang. Noch eine Batterie. Wir haben 7 Batterien. Oh Gott. Okay, hier geht's nicht lang. Da läuft jemand. Wie kommt der denn da rein? Weiß ich nicht. Aber dass es hier tatsächlich noch einen Verrückten gibt, reicht ja nicht, als dass der Wallrider uns verfolgt. Och Mann, dieses... Ich denke jedes Mal, er würde die rechte Tür aufziehen, aber dabei drückt er die linke Tür nach innen. Bist du dir sicher, dass wir da wieder weg müssen? Ja, da war nichts. Oh Gott. Speichert. Das ist die Lunge von Billy Hope, seine Leber, sein Lebenserhaltungssystem, eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt, alles muss zerstört werden, er muss sterben. Okay, wie zerstöre ich das jetzt? Sag mir bitte, wie ich das zerstöre. Ich weiß es nicht, aber du bist gerade ein bisschen panisch. Ja, ich bin panisch, wir sind kurz vorm Ende des Spiels und ich will durch sein. Gott. An. Oh. Ja, Sekunde, Unterlagen für dich. Ja, beruhig dich dann mal hier. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der Hä? Okay, Kapitel 4. Gut. Einfach nur das oben ist gleich. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin der geboren darin er war. Geboren ward. Ah ja. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Ich trinke kurz einen Schluck, Leute.